Liebe Susan, lieber Michael, vielen Dank für die Einladung, verehrte Anwesende. Mein Beitrag behandelt ein Kapitel, bin ich gut zu hören? Okay, ja. Behandelt ein Kapitel aus der Vorgeschichte der Postkolonialismusdebatten. Der aktuelle Bezug ist die Frage, ob und wenn ja, inwieweit Deutschland seine koloniale Vergangenheit aufgearbeitet habe. Hier lohnt ein Blick in die Geschichte, genauer in die DDR. Im Osten Deutschlands erforschten Historiker diese Vergangenheit, die auch ein weiteres, heute kontrovers behandeltes Thema berührt. Den Zusammenhang von imperialistischer Politik mit der Vernichtung der europäischen Juden. Ich sollte betonen, dass DDR-Historiker den Imperialismus als ökonomisches, politisches und kulturelles Weltsystem begriffen und nicht nur als Form imperialer Herrschaft bis 1914, wie dies die Mehrzahl ihrer westdeutschen Kollegen lange Zeit tat. Die Geschichte beginnt jedoch in den USA. Dorthin flüchtete 1934 das Ethnologen-Ehepaar Julius und Eva Lips. Als aktiver Sozialdemokrat hatte Julius Lips 1933 seine Professur an der Universität Köln sowie die Leitung des dortigen Museums für Völkerkunde verloren. In den USA erhielt er mit Unterstützung von Franz Boas Lehraufträge an der Columbia University in New York und der afroamerikanischen Howard University in Washington, D.C. Dort war er Leiter des Instituts für Anthropologie. Er ging jedoch 1939 im Streit. Eva Lips hatte ihre Dissertation in Deutschland nicht fertigstellen können. Bis 1938 konnte Lips noch Reisen zu Kongressen nach Europa und eine Forschungsreise nach Kanada unternehmen. Gelegenheiten, die sonst kaum einem Exilanten offen standen. Publikationsmöglichkeiten erhielt er unter anderem durch Boas, Karl Barth und sogar Thomas Mann. Ab 1940 lehrte Lips an der New School for Social Research in New York. 1942 wurden Eva und Julius Lips Staatsbürger der USA. Um die Reise nach New York für sich und seine Frau zu finanzieren, erbat und erhielt Julius Lips 1934 vom Londoner Verlag Dickinson einen Vorschuss auf ein Buch, das 1937 unter dem Titel The Savage Hits Back or the White Man Through Native Eyes erschien. Spätere deutschsprachige Ausgaben trugen den Titel Der Weiße im Spiegel der Farbigen. In dieser Pionierarbeit machte Lips die Sichtweise des Kolonisierten zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Das noch in Deutschland begonnene Buch zeigte, wie afrikanische bildende Künstler den herrschenden visuellen Stereotypen über Schwarze in Gemälde und Plastik entgegenzutreten suchten. Lips analysierte, wie soziale Emanzipationsprozesse als künstlerische Befreiungsakte wirkten. In der englischen Erstausgabe findet sich im Vorwort bereits der Begriff Postkolonialismus im Zusammenhang mit einer möglichen Neugestaltung der kolonialen Welt nach deren von Julius Lips antizipierten baldigen Zusammenbrüchen. In der DDR wurde dieser Begriff durch das Wort Neokolonialismus ersetzt. Ging es um koloniale Kontinuitäten zwischen den ehemaligen Kolonien und ihren früheren Besitzländern. Vor einigen Jahren wies Wolf Lepenies auf das Verdienst dieser Pionierstudie hin. Erstmals zeigte Lips außereuropäische Kulturen in einer Sichtweise, die die bisherige Perspektive umkehrte. Nicht-Europäer präsentierten die Objekte und Bräuche der sogenannten Eingeborenen, vielmehr stellten deren Angehörige die seltsamen Europäer und ihre exotischen Sitten dar. Grundlage dieses Buches waren über 1000 Abbildungen, die Lips schon in den 1920er Jahren gesammelt und die das Kölner Völkerkundemuseum bereits 1931 in einer Ausstellung Masken der Menschheit präsentiert hatte. In jedem Fall brach Lips damit mit der eurozentristischen und paternalistischen Tradition des Hauptstroms der deutschen Ethnologie. Eva Lips wurde noch ohne akademischen Grad zur kongenialen Mitarbeiterin ihres Mannes. Beide unternahmen zusammen die Forschungsreisen nach Kanada und schließlich noch 1947 in den Norden Minnesotas zu den Chippewa und nach South Dakota zu den Sioux.
Sie wurde zu einer Spezialistin der Gesellschaften nordamerikanischer Ureinwohner, deren Sprachen sie zum Teil sehr gut zu beherrschen lernte. Durch Julius Lipps Buch »The Savage Hits Back« wurde Hans Kelsen 1938 an der Genfer Hochschule des Völkerbundes zu einem Seminar über das Bild der Weißen im Spiegel der nicht weißen Völker angeregt. An diesem Seminar nahmen einige aus Deutschland geflüchtete junge Wissenschaftler teil, die später ihre jeweiligen Disziplinen nachhaltig beeinflussen sollten. Der Völkerrechtler John Hertz, der Politikwissenschaftler Ossip Flechtheim, der Literaturwissenschaftler Hans Mayer und der Historiker Ernst Engelberg. Die beiden Letztgenannten gingen 1948 in die sowjetische Besatzungszone. Anfang 1948 kehrten auch Eva und Julius Lipps aus den USA nach Leipzig zurück. Julius Lipps schlug das Angebot aus, die ihm 1933 entzogene Leitung des Kölner Völkerkundemuseums wieder zu über und seine Lehrtätigkeit an der Kölner Universität erneut aufzunehmen. Stattdessen nahm er noch im Frühjahr des gleichen Jahres den Ruf nach Leipzig auf einen Lehrstuhl für Völkerkunde und vergleichende Rechtssoziologie an. In seinen Vorlesungen entfaltete Lipps die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen und Rechtsformen in verschiedenen Gentil- und früheren Klassengesellschaften. Die Verbindung von ethnografischen und rechtssoziologischen Fragestellungen, die interdisziplinäre und historisch vergleichende Herangehensweise an die Probleme fußten auch auf Lipps spezifisch amerikanischen Erfahrungen, insbesondere bei der Behandlung der nordamerikanischen Ureinwohner. Mehr als wohl jeder andere Rückkehrer war Lipps von den Diskussionen der Fachdisziplin seines Exillandes geprägt, wobei solche Wegbereiter der Ethnologie wie Franz Boas und Bronislaw Malinowski selbst Wanderer zwischen den Welten gewesen waren. Im Juli 1949 wurde Julius Lipps zum Rektor der Leipziger Universität gewählt. Doch schon am 21. Januar 1950 verstarb er nach kurzer schwerer Krankheit. Seine Frau Eva, die inzwischen promoviert worden war und an ihrer Habilitationsschrift arbeitete, übernahm die kommissarische Leitung des Instituts für Ethnologie und vergleichende Rechtssoziologie, das noch 1951 nach ihrem Mann benannt wurde. Die Leistung ihrer Arbeit der nächsten Jahrzehnte sei nur angedeutet, ohne diese hier würdigen zu können. Das Ehepaar Lipps arbeitete an der Universität eng mit Walter Markov, dem Historiker der europäischen Revolutionen, zusammen. Daraus erwuchsen Impulse der Forschung und ihrer öffentlichen Vermittlung, die die Forschung zum Kolonialismus und Antikolonialismus prägten. An dieser Forschung, die bald in Berlin ein zweites Standbein fand, waren zunächst überwiegend Frauen und Männer beteiligt, die vor 1945 politisch oder rassistisch verfolgt und oft ins Exil gezwungen waren. Einige Namen und Forschungsgebiete seien genannt. Der Nestor der Antikolonialismusforschung war Markov selbst, der 11 Jahre im Zuchthaus unter den Nazis eingesperrt gewesen war. Die ersten Bücher über die Hereros und Nama in Südwestafrika und den Völkermord an ihnen, der in der DDR auch als solcher benannt wurde, stammten von Horst Drechsler, der als sogenannter Mischling in Deutschland überlebt hatte, und Gerda Weinberger. Sie war mit ihren Eltern nach Moskau geflüchtet, wo die Familie den Stalin-Terror knapp überlebte. Peter Schäfer untersuchte als einer der ersten DDR-Forscher systematisch die Sklaverei in den USA. Als Mischling gebrandmarkt überlebte auch er in Berlin das Nazi-Regime. Die ersten Arbeiten zur Apartheid in der DDR regte Günter Lewin, eigentlich ein Sinologe, an. Lewin hatte Zuflucht in Südafrika gefunden. Die ersten Monographien über die Anfänge der deutschen Kolonialpolitik schrieben Manfred Nussbaum und Helmut Stöcker. Beide mussten als Jugendliche Deutschland verlassen. Nussbaum gelang die Flucht nach Shanghai. Stöcker, Sohn eines in Buchenwald ermordeten KPD-Politikers, emigrierte nach England. Als Pionier der Revolutionsforschung konnte Walter Markov zwei wissenschaftliche Schulen begründen. Er revidierte die bisherige eurozentristische Kolonialismushistoriografie und bereicherte sie um die Perspektive der regionalen Revolutionsbestrebungen in den jeweiligen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Die Untersuchung der französischen Revolution ergänzte er durch die Darstellung der äußersten Linken, der Enragés, und insbesondere von Jacques Roux als Vertreter eines konsequent plebejischen Egalitarismus. Eine Verbindung beider Themen war Markovs erfolgreicher Einsatz für die Publikation des aus Trinidad stammenden britischen Kulturhistorikers C.L.R. James in der DDR.
Wohlwissend, dass damit 1984 dort zum ersten Mal ein trotzkistischer Autor verlegt würde. In dessen Hauptwerk, die schwarzen Jakobiner, Toussaint Louverture und die haitianische Revolution, analysierte C.L.R. James die rassistische Struktur der Kolonialgesellschaft im französisch besetzten Haiti. Damit leistete er einen unschätzbaren Beitrag dazu, die haitianische Revolution als Ereignis von welthistorischer Bedeutung zu begreifen. Genau dies traf sich mit Walter Markovs wichtigstem Anliegen, die Geschichte aus der Perspektive der Unterdrückten darzustellen. Dabei hatte Markov ursprünglich aus der Not eine Tugend gemacht. Nachdem sich der gebürtige Slowene geweigert hatte, die DDR-offizielle Verdammung Josip Broz Titos mitzumachen, war er 1951 aus der SED ausgeschlossen worden, für die er 11 Jahre im Zuchthaus gesessen hatte, für die KPD. Seinen Lehrauftrag zur Geschichte Südosteuropas musste er abgeben. Doch behielt er seine Professur mit der Maßgabe, sich neuen Themen zuzuwenden. Von Markovs Mitstreitern verdient hier besonders Friedrich Katz genannt zu werden. Der aus Wien stammende Katz hatte ein Emigrantenschicksal zwischen Österreich, Frankreich, den USA, Mexiko und der Rückkehr nach Österreich hinter sich, bevor er 1954 in die DDR kam, da nur hier dem Kommunisten eine wissenschaftliche Laufbahn offen stand. Mit Friedrich Katz stellt sich die Verbindung von Arbeiten zur Kolonialgeschichte mit dem Holocaust wie dem Umgang damit her. Nach dem Studium in Mexiko-Stadt und New York promovierte Katz 1954 in Wien über die sozialökonomischen Verhältnisse bei den Azteken im 15. und 16. Jahrhundert und wurde auf Anraten Markovs an der Humboldt-Universität habilitiert. Seine Habilitationsschrift Deutschland, Diaz und die Mexikanische Revolution, die deutsche Politik in Mexiko 1870 bis 1920, erschien 1964 als Buch. 1969 verließ der österreichische Staatsbürger mit seiner Familie legal die DDR. Der Grund seines Weggangs war der politische Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Katz hatte im Juni 1967 entschieden für Israel Partei ergriffen, während die DDR-Politik uneingeschränkt die arabischen Regimes unterstützte. Im folgenden Jahr sprach sich Katz ganz im Einklang mit der Kommunistischen Partei Österreichs, der er angehörte, doch im Gegensatz zur SED, für die Prager Reformer aus und verurteilte den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten. Nach einiger Zeit der beruflichen Ungewissheit fand Katz sein dauerhaftes wissenschaftliches Heim an der University of Chicago, wo er zu einem Lateinamerika-Historiker von Weltruf aufstieg. Neben zahlreichen Büchern zur Mexikanischen Revolution von 1910 wandte er sich immer stärker dem antifaschistischen Exil in Mexiko zu, das ihn als Zeitzeugen wie als inzwischen unabhängigen Sozialisten mehr und mehr interessierte. Ihn bewegte besonders die Frage, wie die verschiedenen politischen Kräfte, besonders aber die Kommunisten, die Vernichtung der Juden zu begreifen suchten, während die Mordmaschine der Nazis noch im Gang war. Der Mexiko-Emigrant Paul Merker, später in der DDR ein Opfer stalinistischer Verfolgung und dort nie vollständig rehabilitiert, wurde für Katz zum Sinnbild der unaufgearbeiteten Geschichte der eigenen Bewegung. Als Professor an der Humboldt-Universität hatte Katz solche Fragen nicht öffentlich erörtern können. Doch fand er einen Diskussionsraum, um den ihn manche DDR-Kollegen beneideten. Die Kommunistische Partei Österreichs, deren Politiker und Publizisten ab 1956 daran gingen, die weißen Flecken in der Geschichte kritisch zu befragen. Und dazu gehörte die Geschichte des Antisemitismus auch innerhalb der kommunistischen Bewegung. Mit Paul Merker kommen wir zur widersprüchlichen Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung, die zwischen den Weltkriegen in Bezug auf die koloniale Frage progressivere Positionen erarbeitet hatte als jede andere politische Kraft. Merker gehörte in der Weimarer Republik zu den dogmatischsten KPD-Politikern. Doch dies änderte sich schon während seines Aufenthalts in den USA am Beginn der 30er Jahre. Er war dort Beauftragter der Roten Gewerkschaftsinternationale und dann völlig im Exil in Frankreich und Mexiko. Bei seiner Rückkehr 1946 war aus dem einstigen provinziell wirkenden Funktionär ein kosmopolitischer Arbeiterintellektueller geworden. Seine Verhaftung und Verurteilung im Geheimprozess noch nach Stalins Tod lässt vergessen.
dass ursprünglich gar nicht er erster Kandidat für einen innerparteilichen Gerichtsprozess gewesen war. Seine persönliche Aversion gegen Ulbricht brachte ihn ins Stasi-Gefängnis. Dabei hatte Melker in seinem in Mexiko geschriebenen Buch Deutschland, sein oder nicht sein, kenntnisreicher als fast irgendjemand sonst im KPD-Exil auf den Zusammenhang von imperialistischen, auch kolonialistischen Weltherrschaftsplänen der Nazis, ihren Antibolschewismus als pseudo-ethnischer Rechtfertigung der Massenverbrechen und den Judenmord als grausiges Produkt einer mörderischen Dystopie der Rassereinheit verwiesen. Unbestritten gebührt Schriftstellern, Theater- und Filmregisseuren sowie Schauspielern in der DDR der Hauptverdienst bei der Auseinandersetzung mit dem Mord an den europäischen Juden. Sie erreichten mit ihren Werken die Empfindungen und das Denken von Millionen. Und dies wird gerade auch im Vergleich mit der Bundesrepublik deutlich. Der zwar verordnete Antifaschismus wurde Staatsideologie in der DDR, doch blieb er Antifaschismus. Für Historiker war es aus zwei Gründen komplizierter. Zum einen unterlag ihre Forschung nicht im Detail, doch in der Grundrichtung bis 1985 sowjetischen Vorgaben. Einzelne sowjetische Historiker suchten diese Vorgaben zu unterlaufen und sie wurden uns zu wichtigen Bündnispartnern. Zum anderen legte der stalinistische Antisemitismus der frühen 50er Jahre, der abgeschwächt auch die DDR erreicht hatte, der Geschichtsforschung Zügel an. Die klügsten der warnenden Stimmen vor dem Judenhass der Nazis, wie auch die mutigsten Judenretter waren, bei allem Heroismus der illegalen KPD, die Angehörigen der in der DDR verfemten marxistischen Kleingruppen gewesen. Von der KPD-Opposition über die Sozialistische Arbeiterpartei bis hin zu den Trotzkisten. Auch der Judenretter Robert Havemann, um nur ihn zu nennen, war Mitglied einer dieser Kleingruppen, der Gruppe Neubeginnen gewesen. Darüber war in der DDR bis Mitte der 80er Jahre nicht öffentlich zu reden oder gar zu schreiben. Möglicherweise vergaben die DDR-Historiker auch die Chance auf Terraingewinn, als sie sich entschieden, den bundesdeutschen Historikerstreit 1985-86 als sozusagen ausländische Angelegenheit zu sehen, die sie nichts anginge. So blieb es bei zwei Beiträgen Kurt Petzolds zum Thema. Was die DDR-Forschung aber leistete, die hier lange einen Vorsprung zur westdeutschen Wissenschaft besaß, auch in der Lehre an den Universitäten, war die Analyse des Zusammenhangs von Rassismus, Antisemitismus und Kolonialverbrechen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Pioniere der wissenschaftlichen Erforschung von Kolonialismus und Antikolonialismus biografische Erfahrungen hatten, die für Leid und Vernichtung, aber auch Kampfeswillen und Solidarität standen. Natürlich ist dies keine notwendige oder gar alleinige Voraussetzung für die Durchleuchtung der geschichtlichen Zusammenhänge. Aber es fällt auf, dass diese Pioniere der kolonialen Verbrechen sehr früh, diese Pioniere der Erforschung der kolonialen Verbrechen, ich bitte um Entschuldigung, sehr früh und deutlich den Zusammenhang von Imperialismus und Kolonialherrschaft sahen. Es ist kein Zufall, dass auf einer Tagung der Abteilung Geschichtswissenschaften des ZK der SED im Dezember 1958 und ihrer Folgetagung, die gemeinsam mit sowjetischen Historikern veranstaltet wurde, der faschistische Judenmord, die koloniale Ausplünderung Osteuropas und die bis nach Afrika reichenden Weltherrschaftspläne des deutschen Imperialismus in ihren Interdependenzen aufgezeigt wurden. Daraus wuchsen zahlreiche Publikationen über die Vernichtung der Juden, zunächst in Deutschland, in Polen, Jahre später auch in zahlreichen anderen Ländern, deren Auflistung hier nicht möglich ist. Zu nennen ist für unser Thema nur das internationale Forschungsprojekt Drang nach Afrika unter Leitung von Helmut Stöcker, dessen Ergebnisse sich in mehreren Büchern niederschlugen, die auch ins Englische und Russische übersetzt wurden. Auch die Darstellung Geschichte Afrikas in vier Bänden behandelte diese Zusammenhänge. Ungeachtet aller Defizite zur Geschichte des deutschen und internationalen Kommunismus erwiesen sich diese Forschungsergebnisse der DDR-Historiker als haltbar. Die von der Politik gezogenen und von Historikern lange akzeptierten Grenzen zeigten sich jedoch in der Behandlung von Willi Münzenberg.
Dieser war in der Zeit der Weimarer Republik der weltweit wirkungsmächtigste Politiker, wann immer es um die Organisierung von Solidarität mit den kolonial unterdrückten Völkern ging. 1926 war Willy Münzenberg Begründer der Liga gegen Kolonialgräuel in Berlin, aus der im Jahr darauf die antiimperialistische Liga hervorging. An ihrem Gründungskongress in Brüssel nahmen neben anderen Berühmtheiten ihrer Zeit Jawaharlal Nehru, Henri Barbusse und Helene Stöcker teil. Obgleich nicht frei von inneren Zweifeln und unterstützte der Thälmann-Anhänger Münzenberg jedoch dessen von der Sozialfaschismusdoktrin getragene Politik. Er nahm dabei auch die Lähmung der antiimperialistischen Liga in Kauf, aus der ab 1929 viele bisherige Mitstreiter, so Nehru und Albert Einstein, austraten. Doch im Gefolge der Moskauer Prozesse rückte der in Paris lebende Münzenberg von Stalin deutlich ab, sodass er auf Betreiben von Walter Ulbricht aus der Leitung der Exil-KPD entfernt wurde. Doch brachte ihn erst der Hitler-Stalin-Pakt dazu, endgültig mit dem stalinischen Pseudokommunismus zu brechen. Im Juni 1940 floh er mit seiner Frau Babette Gros aus Paris. Am 21. Oktober wurde seine Leiche im französischen Voralpenland gefunden. Er hatte im Juni den Tod gefunden, dessen Umstände nie aufgeklärt wurden. Die halbherzigen, am Anfang der DDR auch mit Verleumdungen durchsetzten Passagen über Münzenberg an Gedächtnisorten, an denen sein Name unvermeidbar war, wich Mitte der 80er Jahre einer sachlichen Darstellungsweise, ohne dass aber die Stalinisierung von KPD und Komintern genau analysiert werden konnte. Worin liegt, und damit komme ich zum Schluss, die mögliche Bedeutung des hier Gesagten für das heute in Rede stehende Thema? Ich nenne nur drei Punkte. Erstens, ein Erklärungsmodell, das den Imperialismus als Weltsystem zur Organisierung kapitalistischer Herrschaft begreift, ist nicht nur zum Verständnis des Kolonialismus hilfreich. Es bietet auch eine Basis zur vergleichenden Analyse des europäischen Faschismus, nicht allein des sogenannten Nationalsozialismus, und hilft uns, den Holocaust besser zu verstehen. Der Zweite Weltkrieg war seinem Charakter nach zunächst ein imperialistischer Krieg um die Neuaufteilung der Welt. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurde er zum antikommunistischen Kreuzzug. Die Ideologie des jüdischen Bolschewismus war die entscheidende Voraussetzung des rassebiologischen Vernichtungskriegs. Der Krieg war auch ein Befreiungskampf der kolonisierten Völker. Der Kampf des halbkolonialen China gegen das militaristische Japan führte zu einer sozialen Revolution mit weltweiten Konsequenzen. Schließlich war er ein nationaler Befreiungskampf der europäischen, vom Faschismus unterdrückten Völker und trug auch hierbei eine starke antikoloniale Komponente in sich. Zweitens, die DDR-Historiker sahen den Judenmord als Teil eines Vernichtungsprogramms, das mit Abstufungen die Fremdvölkischen zu Sklaven erklärte. Die totale Vernichtung der Juden war dabei, wie Kurt Petzold schrieb, Wahn und Kalkül. Der Holocaust war eine extreme Form imperialistischer Ideologie und Praxis, die den Juden das Lebensrecht nahm. Dies unterschied ihn qualitativ von allen anderen Formen des Rassismus. Aber er war undenkbar ohne die brutale Tradition des Kolonialismus, undenkbar ohne den Sozialdarwinismus und undenkbar ohne den Antikommunismus. Doch der industrielle Massenmord an allen Juden, ob Mann, Frau oder Kind, war einzigartig. Drittens, die Globalisierung verändert die Interpretation der Vergangenheit. Was ist aus den Erkenntnissen der DDR-Forscher dabei mitzunehmen? Vor allem die Neubestimmung einer Tradition des Internationalismus, die auf der Aufklärung und der Arbeiterbewegung beruht. In einer migrantischen Gesellschaft besteht für alle die Chance, sich diese Tradition kritisch anzueignen. Dies muss über den Rahmen einer rein deutschen Debatte hinausreichen. Die gemeinsame Suche nach Antworten auf all diese Fragen hat uns heute zusammengeführt. Vielen Dank. Ja, wir haben alle drei so viel auf den Tisch gelegt, dass ich würde vorschlagen, dass wir erstmal nach Wortmeldung zu Mario Kessler fragen. Michel Gabavitsch.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zur Aufarbeitung der Judenvernichtung durch die DDR-Historiker, die Sie erwähnt haben. Und zwar würde mich interessieren, inwiefern das doch in erster Linie ein Beitrag zur Interpretation war oder es doch auch wirklich wegweisende empirische Erkenntnisse gab zum Verlauf der Judenvernichtung. Und falls Letzteres der Fall war, es gibt ja bis heute die Vorstellung, dass in der Sowjetunion der Holocaust eigentlich ein völliges Tabuthema war. Wir wissen aus der neueren Forschung, dass es eigentlich sehr viel komplizierter war. Und ich beziehe mich nicht nur auf das jüdische antifaschistische Komitee, sondern auch spätere Entwicklungen. Und gerade bei den deutsch-sowjetischen Historikertreffen ab 1958, die Sie erwähnt haben, war ja auch eine ganze Reihe jüdischstämmiger Deutschlandhistoriker präsent, die das nicht nur aus ihrer Forschung, sondern zum Teil auch aus eigener Erfahrung kannten. Und mich würde interessieren, inwiefern diese von Ihnen erwähnten DDR-Historiker irgendeinen Zugang zu dem doch enormen Material hatten, das in der Sowjetunion zwar gesammelt worden war, aber zum größten Teil unter Verschluss gehalten. Also gab es da sozusagen interessante empirische Zugänge oder ging es doch vor allem um eben diese Interpretation der Judenvernichtung als Teil einer größeren Geschichte des Imperialismus und so weiter. Vielen Dank, ja, sehr schön. Das war verborgen, aber ich habe es gesehen. Ich bin jetzt gut zu hören, also vielen Dank, Micha Gabowitsch, für die Frage. Zum letzten Teil der Frage, da könnte mein früherer Direktor und Freund Karl Drexler, der zum Glück anwesend ist, sehr viel besser und kompetenter als ich antworten. Und ich hoffe sehr, lieber Karl, du unterstützt mich nachher auch bei der Beantwortung dieser Frage. Zum ersten Teil ist allerdings zu sagen, es ist völlig richtig, die Begegnung der Ostdeutschen mit sowjetischen Historikern, auch jüdischer Herkunft, von denen ich ja auch noch einige kannte. Das war natürlich erstmal emotional wichtig. Ich nenne hier, er ist erst vor einigen Jahren gestorben, Jakob Drapkin, der speziell mich selbst ermutigt hat, auf diesen heiklen Zusammenhang hinzuweisen und sagte, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Das war 1984 und ein Jahr später kamen auch bessere Zeiten. Ja? Soweit dazu. Natürlich, was die empirischen Forschungsergebnisse betraf, so waren natürlich die DDR-Historiker von sowjetischen, sofern sie nicht auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik, also Materialien hatten, davon abhängig, was die sowjetischen Historiker ihnen an Materialien gaben. Und auch nicht alle, aber bei Großprojekten, insbesondere wenn es zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs und vor allen Dingen um die militärischen Operationen ging, da musste alles mit der jeweiligen sowjetischen Seite abgestimmt werden. Karl, möchtest du noch selbst was zum Prozedere sagen, weil ich natürlich das Prozedere nur aus der Geschichte kenne und du warst ja einer der Mittäter, der Hauptbeteiligten. Ja, ich war einer der Autoren der sechsbändigen Geschichte Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, die von der Akademie der Wissenschaften herausgegeben wurde. Und wir hatten sehr intensive Beziehungen, vor allem zum Sowjetischen Institut für Militärgeschichte in Moskau. Wir waren zu vielen Diskussionen dort, sie waren bei uns und sie haben uns auch eine Menge von Material zur Verfügung gestellt, was wir sonst auf dem normalen Weg über Kontakte mit einzelnen Historikern wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Also für uns war diese Zusammenarbeit mit dem Militärgeschichtlichen Institut sehr produktiv. Bist du noch weiter? Ja. Es gab eine... Ich werde es aus Zeitgründen erstmal dabei belassen. Es gab hier eine Wortmeldung. Ja, Reinhard Köstler. Ich... Hallo. Ja. Ich habe nur eine vielleicht etwas kleinteilige Frage. Also ich fand es großartig, habe vieles Neues gelernt. Vielen Dank. Was mir durch den Kopf ging, ich habe mich sehr intensiv mit der Historiografie zu Namibia und dem Völkermord beschäftigt. Und in neuerer Zeit gibt es ein bisschen Sekundärliteratur aus postkolonialer Sicht.
wo eben auch die DDR-Historiografie in erster Linie Horst Drechsler aus dieser Sicht diskutiert wird. Also ich nenne als stellvertretend Christiane Bürger, das kennst du mit Sicherheit. Und ich würde mich würde einfach interessieren, wie das sich aus dieser für mich sehr faszinierenden und facettenreichen Perspektive darstellt. Ja, bin ich zu hören? Ja, ja, vielen schön, dass du gekommen bist. Wir hatten uns übrigens kennengelernt bei meinem allerersten Auftritt im Westen. Das war der Trotzki-Kongress an der Universität Wuppertal 1990. Und da hatte ich gehofft, dass die Ostdeutschen doch auch von den Westdeutschen 68ern etwas Schützenhilfe bekommen könnten. Und da hatte ich dich gesagt, du bist doch auch ein Alt-68er. Und da sagtest du, das verbitte ich mir. Wieso? Du kennst noch nicht die 68er. Inzwischen habe ich sie kennengelernt, und zwar solche und solche, ja. Zu deiner Frage. Ich finde es in der Tat bemerkenswert, wie die Geschichte, wie also jetzt die Geschichtsforschung der DDR auch von nicht-europäischen Historikern zunehmend entdeckt wird. Übrigens auch in Togo, die Arbeiten von Peter Sebald. Es gibt jetzt am ZZF aber eine nicht mehr von mir betreute Dissertation zu diesem Thema, was sich genau dieser Dinge, diesen Zusammenhang, die du angesprochen hast, widmet. In diesem Fall bezogen auf Togo und auf Kamerun. Ja, da kann ich dir noch einige Einzelheiten sagen. Auf einem anderen Blatt steht natürlich die Würdigung oder Nichtwürdigung der DDR-Historiker. Mein Freund und Kollege Ulrich van der Heijden, sicher einer der produktivsten Historiker meiner Generation, ist bei Bewerbungen um Universitätsstellen also immer regelmäßig abgeschossen worden, obwohl er genau in seinen Büchern auf diese Dinge hingewiesen hat, die wir jetzt verhandeln, zum Teil auch mit dummen Argumenten ist er abgeschossen worden, weil er natürlich gesagt hat, solche Bezeichnungen wie Mohrenstraße muss man in die historische Perspektive rücken, und man könne jetzt also keine Bilderstürmerei veranstalten. Also hier kommt natürlich das Wissenschaftliche mit dem Hochemotionalen zusammen. Aber ich denke, was besonders wichtig ist, weil die DDR-Historiker, Drechsler und andere, Gerda Weinberger, ja, sie haben eben nie bestritten, dass das ein Völkermord war. Ja? Und sich natürlich auch dabei auf die Arbeit der sozialdemokratischen Reichstagsfraktionen berufen, die sich in dieser Frage damals übrigens zutiefst sich gespalten hatte. Was sich damals zeigte, dass auch in der Sozialdemokratie also die antikoloniale Herrenvolksideologie um sich gegriffen hatte. Auch ein Beitrag, das weitere Aufarbeitung verdient. Auch zur Terminologie zum Völkermord. Also in der westdeutschen Wissenschaft, also Andreas Eckhardt und andere, ist natürlich auch nie ein Thema gewesen. Ich glaube, es ist einfach ein materieller Grund. Die Bundesrepublik Deutschland wäre mit Entschädigungs- und Restitutionsforderungen auch zu Recht konfrontiert worden, hätte sie das offiziell als Völkermord, wie es jetzt geschehen ist. Und es ging eigentlich darum, befürchte ich, nur darum, diesen Begriff offiziell zu vermeiden, damit die Bundesrepublik nicht mit Entschädigungsforderungen konfrontiert wird. Und das ist eine von den schäbigen Vergangenheitsaufarbeitungen der Bundesrepublik, das für die DDR einfacher war, weil die DDR sich eben nicht als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches verstanden hat und von daher sowieso keine Entschädigungsforderung von Opfern des Nationalsozialismus angenommen hat. Man könnte dazu noch daran erinnern, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, vielleicht hat einer von den beiden die Entschädigung an die jüdische Opfer des Holocaust waren, wenn man das noch nachschaut, erschreckend klein und mit einer Reihe von
Bedingungen geknüpft. Also irgendwie zwei Zeugen, die bezeugen, dass man da war. Wie viele Zeugen waren ja gestorben? Also ich sage das nur, weil es wird jetzt über die Größe der Reparationen an Namibia und die sind bestimmt kleiner, als die sein sollen. Aber es soll dabei nicht vergessen werden, dass die ursprünglichen Wiedergutmachungsgelder auch nicht riesig waren. Das ist völlig richtig, was du sagst, Susan. Es gab, das werden gar nicht viele wissen, es gab 1955 Verhandlungen zwischen der DDR und Israel, und zwar inoffizielle Verhandlungen, und zwar über den israelischen Botschafter in der Sowjetunion, Benjamin Eliashav, in Moskau. Und die Israelis unterbreiteten damals die Forderung, dass die DDR $500 Millionen und die Bundesrepublik $1 Milliard zu zahlen hätte, die in einen Fonds eingespeist werden sollten. Das lehnten allerdings mit unterschiedlichen Argumenten damals beide Seiten ab. Gibt es noch Fragen oder Beiträge aus dem Publikum zu irgendetwas, was hier gesagt worden ist? Bitte schön. Also mein Name ist Karl Steinacker, ich bin Feuilletonleser und kein Historiker. Und ich habe die Bundesrepublik 1988 verlassen und war dann 30 Jahre mit der UNO unterwegs, im Gazastreifen, in Namibia, in anderen Gegenden. Und was mich jetzt, nachdem ich jetzt zurückgekommen bin, interessant finde, ist, woher eigentlich diese Debatte kommt, weil im Ausland gab es die ja schon länger. Ich erinnere mich schon, in den 90er Jahren haben mich meine amerikanischen Kollegen auf Hannah Arendt aufmerksam gemacht, auf Sven Lindqvist aufmerksam gemacht. Und diese Diskussion war für mich sozusagen eigentlich abgegessen. Und jetzt auf einmal komme ich nach Deutschland zurück und voilà, wir diskutieren das. Liegt das daran, dass wir nicht rezipieren, was woanders passiert, oder liegt es nur an dieser BDSM-Resolution? BDSM ist gut. Das ist eine super Frage und ich denke, wir werden alle hier etwas zu sagen haben. Meine erste Reaktion wäre, erstens hat es mit den Anhaltenden wie Willi Winkler in einem sehr guten Buch, Das braune Netz, was er im Mindshape-Forum vor ein paar Jahren vorgestellt hatte. Er hat den Ausdruck verordneter Antikommunismus benutzt. Und ich finde, das ist übrigens ein weltweites Problem. Das färbt einfach unsere Erinnerung an allem, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Das als erstes. Und als zweites, es ist natürlich viel einfacher, dass Narzissmus erstens als das Böse überhaupt, also das Inbegriff des Bösen, zu sehen und den Narzissmus auf Antisemitismus zu reduzieren, das vereinfacht das Leben von allem. Ja? Ob in den USA oder in Deutschland oder sonst wo, es sind die anderen, die böse sind. Und wenn man nur aufpasst und nichts Schreckliches über die Juden sagt, jedenfalls nicht laut, dann ist man automatisch kein Nazi und hat keine Verantwortung für andere Formen von Rassismus. Also ich sehe das so, jedenfalls aus den drei Ländern, in denen ich gelebt und gearbeitet habe, aber da gibt es sicherlich auch andere Perspektiven. Ja, ich würde sagen, dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ja in Deutschland lange Zeit tatsächlich Teil einer Nationalgeschichte war. Es ging darum, deutsche Täter, deutsche Politik namhaft zu machen, zu erforschen, sichtbar zu machen, dafür klarzustellen, dass es deutsche Verantwortung ist. Und insofern ist es schon eine über lange Zeit eine, wenn man so will, auch nationalgeschichtlich verengte oder eng geführte Sicht auf den Nationalsozialismus, der jetzt seit etlichen Jahren schon erstmal deutlich wird, dass es sich um ein europäisches Besatzungsregime handelt und globale Dimensionen hat. Wenn man sieht, dass
es Pläne, Kolonialpläne des NS-Regimes in Bezug nicht nur auf Osteuropa, sondern auch auf Afrika gegeben hat. Also das ist der eine Teil. Der andere ist, dass es in Deutschland seit mehr als 150 Jahren eine schwarze Community gibt. Dass es hier, du hast es erwähnt, Angehörige Afrikanerinnen und Afrikaner für ihre Rechte nach 1919 im Kaiserreich, in der Revolution eingetreten sind. Also das ist, glaube ich, tatsächlich eher ein Wahrnehmungsproblem von den sozusagen von uns als Gesellschaft, als nicht schwarzer Gesellschaft, als weißer Gesellschaft oder als weiße Medien nicht zu sehen, dass es schwarze Menschen und Menschen aus den ehemaligen Kolonien, auch ehemaligen deutschen Kolonien, hier in dieser Gesellschaft präsent sind und hier gelebt haben und leben. Von daher ist das etwas in meiner Sicht tatsächlich etwas aufholend Wahrnehmendes und wahrscheinlich von meiner Seite aus eher geprägt von der Aufforderung zuzuhören, was schwarze Menschen, was Menschen mit einem sozusagen kolonialen Familienhintergrund, Hintergrund und Herkunft haben, zu sagen haben. Und da gibt es, glaube ich, etwas. Und da gibt es, glaube ich, eine Diskrepanz, die sich in dieser Debatte, glaube ich, zeigt. Das zeigt sich eher eine Diskrepanz als eine noch Verknüpfung von den beiden. Wenn ich nur kurz dazu einhaken darf, Michael, du hast vollkommen recht, es gab schon lange eine schwarze Community in Deutschland, aber erheblich kleiner als bei den größeren Kolonialmächten, die doch mehr Zeit hatten, Kolonien zu erobern. Und das merkt man in dem Moment, wie man am Bahnhof in London oder Paris ankommt. Ja, das ist einfach weniger. Ich glaube, dass die jetzige Bewusstsein doch in einen internationalen Zusammenhang wirklich gestiegen ist. Aber Mario wollte was sagen. Auch ganz kurz nur noch einen persönlichen Einschub in Ergänzung zu Micha. Ich hatte das Glück, in Leipzig bei Walter Markov noch Vorlesungen zu hören und bei seinem Schüler Hans Piazza eine Dissertation zu schreiben. Ich hatte mit Hans Piazza über 3 Jahre lang ein Seminar durchgeführt über die Kommentaren und koloniale Frage. Das reichte weit mehr als der Titel. Das ging also mit der Sklavenbefreiung in Nordamerika los. Wir behandelten W.E.B. Du Bois übrigens auch bis hin zu C.L.R. James, ja, und ich hatte die Studenten wahrscheinlich überhaupt zum ersten Mal auf die, das war 1986, auf die Beiträge von Trotzkisten zur Kolonialismusdebatte aufmerksam machen können und auch zur sogenannten Rassenproblematik in den USA. Für uns war das aber, das war wie gesagt Leipzig, das war für uns, die wir an diesen Seminaren teilnahmen, also nichts Neues. Und später am Institut für Allgemeine Geschichte bei dir, Karl, da war auch diese sehr breite Auffächerung, auch viele internationale Gäste, keineswegs nur Marxisten, aber ich muss sagen, ich hatte da auch einfach Glück in der DDR, so wie ich dann anschließend auch großes Glück hatte, dass ich danach gleich meine akademische Laufbahn mit einer ganzen Reihe von Hürden in den USA fortsetzen konnte und dann natürlich meine amerikanischen Kollegen doch etwas verblüfft hatte, dass ich über viele dieser Dinge schon Bescheid wusste. Das hat dann natürlich auch mit dem persönlichen Interesse zu tun. Sieht aus, als ob Ben Zachariah eine Antwort auf die Frage hat. Hier. Achso, war Per Leo zuerst. Ich hatte mich kurz vorgemeldet, danke. Nur einen kurzen Kommentar zur bisherigen Diskussion. Herr Kessler, so sympathisch mir Ihr Plädoyer ist dafür, die vergessene DDR-Geschichtsforschung wieder ins allgemeine Bewusstsein zu bringen. Das meine ich wirklich ganz ernst. Das ist ein wichtiges Anliegen und hat meine volle Unterstützung. Ein Kommentar zum bisherigen Diskussionsverlauf. Ich glaube, wir müssen trotz allem aufpassen, dass wir als die Einheiten unserer Diskussion nicht zu abstrakte Größen wie Länder oder Systeme
benennen sollten. Und zu Ihrem Kommentar, das ist richtig, was Sie gesagt haben, dass dieser Reparationsvorschlag von jeweils einer 500 Millionen Euro von beiden deutschen Ländern abgelehnt wurden. Aber zurückgehend auf das, was Michael Wild sagte, es gibt eben, das wäre das Plädoyer meinerseits, stärker auf die konkreten Situationen, in denen bestimmte Dinge getan oder nicht getan, gesagt oder nicht gesagt wurden, einzugehen. Es war ein großer Unterschied, ob Sie, wie die Bundesrepublik, die Rechtsnachfolge für das Deutsche Reich übernommen haben oder nicht. Das wäre nur ein Beispiel einer Konkretisierung, denn die Reparationszahlen, die sogenannten Wiedergutmachungsleistungen, man kann darüber natürlich guten Gewissens heute sagen, dass das lächerlich wenig war, aber die fanden ja statt. Es wurde im Zuge des Luxemburger Abkommens, wurden 3,5 Milliarden deutsche Mark damals verteilt auf die Jewish Claims Conference für die Überlebenden in der Diaspora und 2 Milliarden an den Staat Israel als dem politischen Repräsentanten der Opfer gezahlt. Also nochmal, mein Punkt ist nicht, dass das angemessen oder nicht angemessen war, sondern dass es einen Unterschied machte und dass auf der einen Seite Deutschlands eben gezahlt wurde, weil es einen rechtlichen Rahmen gab, in dem diese Forderung adressierbar war. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir später auch, man könnte über den Historikerstreit auch nochmal sprechen, über verschiedene andere Situationen, konkret zurückbinden sollte an bestimmte Sprechsituationen. Den zweiten Teil des Kommentars versage ich mir damit, Herr Zachariah, noch. Ich will nur sagen, zum Ablauf der Tagung. Wir haben das so absichtlich gemacht, dass der Vormittag eher dem ersten Historikerstreit gewidmet wird und der zweite Teil dann eher der jetzige Streit. Und Sie haben ja die Aufgabe, zum Schluss alles irgendwie zusammenzubringen. Ah. Ben Zachariah. Ich wollte nur kurz sagen, dass es da ein bisschen bewundernswert ist, dass wir jetzt eine Trennung zwischen Antifaschisten und Antiimperialisten machen, weil es zu der Zeit der Zwischenkriegszeit zum Beispiel die gleichen Leute waren. Herr Kessler hat Willy Münzenberg erwähnt, aber mit ihm war auch ein wichtiger Mitglied der KPD. Er hieß Birendranath Chattopadhyay, kam natürlich nicht aus Deutschland, war auch Sekretär der Rote Hilfe und so weiter, war Kontakt für Leute wie Tina Modotti aus Mexiko, die Italienerin war. Es gibt verschiedene Situationen, wo es immer zusammen diskutiert wurde. Dazu nur, Ben Zachariah, jetzt provozieren Sie mich zu einem Kurreferat. Leider darf ich das nicht halten, sonst bekomme ich ja Ärger. Das ist ein Teil, ein kleiner Teil meiner Forschungsarbeit. Und da habe ich auch Ihre Arbeiten gelesen. Und was Sie geschrieben haben und auch was Sie am Einstein-Forum präsentiert haben, wissen Sie, an wen ich denke? An die glasdurchsichtigen Analysen Ihres Landsmannes Manabendra Nath Roy. Auch an den sollten wir mal erinnern. Einverstanden? Und ich habe noch was für Sie. Sie kommen nachher bitte. Ich habe eine schöne Rezension Ihres neuen herausgegebenen Buches. Ist soeben erschienen. Ich habe es schon. Alles klar. Wir haben gleich eine Kaffeepause, aber es gibt noch eine Wortmeldung. Ja, noch eine Teilantwort auf Ihre Frage, warum die Diskussion über Antikolonialismus in Deutschland zu spät in Gang gekommen ist. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, Deutschland hat seit dem Ende des Ersten Weltkrieges keine Kolonien mehr. Die koloniale Frage stand nie so im Mittelpunkt der deutschen Geschichte wie in der britischen oder französischen oder holländischen. Und dadurch war die Meinung wahrscheinlich so vorherrschend, es ist nicht unser eigentliches Problem. Das ist das Problem der anderen, aber nicht unseres. Ich habe mich eigentlich gefragt, warum die Diskussion so spät in England und Frankreich und Belgien jetzt kommt. Also ich habe mich ziemlich lange gewundert. Und das sieht man in Museen dort, man sieht das in Diskussionen dort. Und ich glaube, es hat zum Teil damit zu tun, dass bei dem Verlust ihrer Kolonien waren all diese Länder immer noch mit dem Bewusstsein, auch mit den Schaden durch den Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Ja, also in England gab es noch eine große Armut
und Wiener in Frankreich zum Teil ja auch. Und die sahen sich in dem Moment der Entkolonialisierung hauptsächlich als Opfer der Deutschen. Und das spielt eine große Rolle in der nationalen Bewusstsein, dass sie erstmal nicht so sehr damit beschäftigt wurde. Ist nur eine Hypothese. Aber die Frage finde ich nach wie vor sehr gut und wir werden nicht eine Antwort darauf finden. Ja, bitte. Wenn ich vielleicht provozierend fragen könnte, ob vielleicht Deutschland auch eine Sündenbockfunktion für die anderen europäischen Kolonialmächte darstellt. Denn solange man zeigen kann, dass die Deutschen es waren, die ein Konzentrationslager in Südwestafrika gebaut haben und somit die Ersten waren, die Schlimmes getan haben und Völkermord begangen haben, braucht man nicht auf die eigenen Sünden zurückzukommen. Nur eine. Ich nur ein würde Kommentar. Ja sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen. Thomas. Aber. Kurze Ja oder Nein? Ja. Wenn die Singularisierungsthese sich moralisch überholt hat, dann muss sich natürlich auch, oder dann fragt sich, hat sie sich auch historiografisch überholt, höchstwahrscheinlich, oder war sie nicht eigentlich schon immer historiografisch überholt, wenn wir jetzt sozusagen den moralischen Schwanz auch noch einklemmen oder abschneiden, oder ist jetzt eine schiefe Metapher. Und wie kann man vor diesem Hintergrund verstehen, dass Nolte, dessen Priorisierungsthese Sie ja kritisch dargestellt haben, die Singularitätsthese explizit nie bestritt, sondern sie sich immer selber zu eigen gemacht hatte? Kann man das als so eine Art Verteidigungsstrategie sehen, dass man den Holocaust einklammert, ihm sozusagen einen Rahmen gibt und damit auch der Debatte auf gewisse Weise entzieht. So wäre eine Vermutung von mir. Ja, würde ich hinzustimmen. Also die Singularitätsthese hat meines Erachtens wissenschaftlich noch nie Sinn gemacht, weil sie etwas der wissenschaftlichen Bearbeitung entrückt, was gegenwissenschaftlich ist. Natürlich bearbeite ich als Wissenschaftler alle Phänomene und habe Fragestellungen daran und kann nicht irgendwie durch die Singularität sagen, es ist außerhistorisch. Die zweite, dass in der Tat ebenfalls zumindest, und ich glaube, das ist auch vom Historikerstreit ausgegangen, eben ist diese politische oder erinnerungspolitischen Impuls gibt, dass mit der Singularitätsthese ein bestimmtes, ja, auch liberales Aufklärungsdenken, was sich dann mit der Weizsäcker-Rede auch verbindet später, damit gefestigt hat oder durchgesetzt hat. Und dieses Aufklären, das heißt die Aufarbeitung von Vergangenheit, hatte sehr viel mit dieser These der Singularität. Wir müssen uns mit diesem Mord an den europäischen Juden auseinandersetzen. Das ist die Aufgabe, die sich Deutschland in der Vergangenheitsaufarbeitung stellen muss, dass sich dieses mit der Rede um Singularität des Holocaust verbindet. Wissenschaftlich, finde ich, macht das keinen Sinn. Man sieht bei Nolte auch, dass er versucht, dieser, und das sind ja auch ganz verschwiemelte Formulierungen, die er da benutzt. Also das, finde ich, ist auch das, also in der Diktion von Nolte, dass nicht nur unpräzise, sondern das auch ein wenig doppelbödige daran. Also dass Formulierungen etwas nahelegen, was heißt faktisches und logisches Prius. Also sind ja sozusagen Vokabeln, die auftauchen, die etwas nahelegen. Ja, es ist natürlich, weselt da schon auch durch seine Schriften, die etwas nahelegen und sich dann doch noch davor zu distanzieren, nicht festgelegt zu werden und damit eben auch selber von der Singularität zu sprechen. Aber auch die Befürchtung, dann noch ein zweiter Punkt, auch immer die Befürchtung in einem Land, in dem das braune Netz ja nicht verschwunden ist, darauf zu achten, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht verharmlost werden.
Und ich denke, dass die Rede von der Singularität des Holocaust auch etwas gewissermaßen in der Aufarbeitung von Vergangenheit so eine Art rote Linie darstellen. Wer das überschreitet, verharmlost die oder setzt etwas gleich, will etwas herabmindern, was an Grausamkeit und Gewaltgeschehen in Bezug auf den Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden passiert ist. Also es gibt Gründe für diese Rede, dass sie sich auch so deutlich durchgesetzt hat. Wissenschaftlich ist sie nicht haltbar. Franziska, hattest du eine Frage? Warte auf das. Dankeschön. Wir haben eine Frage von einem unserer Online-Gäste bekommen, die würde ich gerne vorlesen. Welche Rolle spielen die Erfahrungen Preußens in der Provinz Posen und Österreichs-Ungarns in Galizien und Böhmen, als die Wehrmacht in diese Gebiete zurückkam und diese teilweise staatsrechtlich eingegliedert wurden? War da ein kolonialer Blick vorhanden oder der Wunsch, nicht noch einmal die gleichen Fehler zu machen? Die Besetzung dieser ja auch sehr stark von Juden bewohnten Gebiete war ja sehr unterschiedlich im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hatte das Deutsche Kaiserreich eine recht geschickte Politik betrieben und hatte sich zur Schutzmacht der Juden aufgeschwungen, weil ja bei dem Frontverlauf hin und her zuerst marschierten die russischen Truppen ein im Herbst 1914, wurden dann zurückgedrängt, konnten 1916 wieder Land gewinnen, bis sie dann schließlich Ende 60 die russische Front sich sukzessive zusammenbrach. Dies war immer von Pogromen begleitet gewesen, und zwar von sehr scharfen Pogromen. Es waren fünfstellige Opferzahlen zu beklagen, was eine Fluchtwelle nach Berlin und Wien von Juden schon im Ersten Weltkrieg auslöste, was wenig bekannt ist. Die Alliierten England, Frankreich versuchten auf Russland mäßigend einzuwirken, denn auch sie wollten natürlich die Juden für sich gewinnen, was ihnen teilweise auch mit der Balfour-Deklaration, die ja am 2. November 1917 in der Times publiziert worden war, dann auch gelang. Natürlich änderten dann die russischen Revolutionen diese Dinge unser Zeitfundus verbietet mir, auf diese Dinge, worüber ich viel geschrieben habe, jetzt auch nur ein weiteres Wort zu sagen. Im Zweiten Weltkrieg war es natürlich, wie wir alle wissen, ganz anders. Zwar war 1939 bis 41, dazu kann Michael Wild natürlich viel mehr sagen. Es war noch nicht die ultimative Judenvernichtung, aber ich meine, die meiner Ansicht nach nochmal eine Eskalationsstufe erhielt, natürlich mit dem Einmarsch in die Sowjetunion. Ja. Übrigens, das nur ganz nebenbei, der Moskauer Rundfunk, im Gegensatz zu dem, was ich manchmal in der Literatur lese, hatte damals tatsächlich die Juden gewarnt. Sie sollten, also noch während der Operation Nachtigall, sie sollten aus den von Nazis besetzten oder zu besetzenden Gebieten sofort fliehen. Woher ich das habe, an der Harvard-Universität im Archiv gefunden von Ruth Fischer, ihr Lebensgefährte, der dann später in Kuba ermordet wurde. Der hörte nämlich über Kurzwelle die russischen Sender ab, stenografierte, hatte einen Kurzwellendienst, der das stenografierte. Und das muss gleichzeitig, bitte Micha, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, das muss gleichzeitig mit den Meldungen, die Briten also hatten, weil sie ja das deutsche Nachrichten, die deutschen Nachrichtencode entschlüsselt hatten, das muss also gleichzeitig im Westen gelandet sein. Nun habe ich über besagten Arkadi Maslow eine Biografie geschrieben, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß, ich muss jetzt aufhören. Kurz ergänzen, also die nationalsozialistische Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg war von Anfang an rassistisch geprägt. Schon der Überfall auf Polen war eine klare rassistische Unterordnung der polnischen Bevölkerung und
der Vertreibung von Polinnen und Polen, von Jüdinnen und Juden aus den Gebieten, die dann wie mit dem Ausdruck von Heinrich Himmler blonde Provinzen werden sollen. Damit wir eine Kaffeepause bekommen, lehne ich alle weitere Meldungen ab, bedanke mich bei euch beiden und bei allen, die gekommen sind. Wir treffen uns in etwa 17 Minuten weiter hier mit Ingo Schulze. Applaus